Ethereum machen lassen, hat den Stock getankt, dann hat irgendwann Ethereum ja auch seinen dritten Stock verloren. Kein Problem, ich habe noch 3 Minder, ruhig ein. Ja? Dafür bin ich hier, das ist mein Job. Und den hat er so gut gespielt. Auch muss ich sagen, die Teamkomma fand ich auch super interessant von den beiden. Tyrion eben mit diesem ganz starken Ledge Guard die ganze Zeit. Wollte runtergehen, wollte den Taric machen und gleichzeitig Bloody Dreamer oben. Ja, wenn er heute auf die Stage kommt, ich bringe ihn wieder runter. Keine Sorge, du darfst da Spaß haben. Ja. Wie so fast schon in dieser Daddy-Pose mit diesem Roboter gestanden. Absolut ready, alles zu vernichten, was auf diese Stage kommt. Oh ja. Und auch dieses Ende, da wollte natürlich dann Azrael irgendwie einen Stock holen, vielleicht einen Gimp ausprobieren. Und dann kam Tyrion hinten mit, Digga, meine Dash-Attack, die ist lang genug für dich, keine Sorge. Okay, ja, also wie gesagt, großartig gemacht. Das Teamplay auch wirklich sehr gut von den beiden. Und es sieht so aus, als würden die beiden uns ja auch weiter bespaßen mit ihrem Gameplay. Und dann aber gegen Schnappi und Adi, die wir vorhin schon gesehen haben, die ins Losers gehauen wurden. Jetzt hier Losers Quarters hier zwischen diesen beiden Teams. Oh, wir haben Blues Cross verloren. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Game ausgehen wird. Weil beide haben halt natürlich das Potenzial, dass sie eine recht ähnliche Taktik versuchen. Eben mit, bei den anderen ist es Game & Watch, der natürlich vorsprechen möchte. Hier ist Tyrion, der vorsprechen möchte. Beide wollen dieses Vorbrechen, beide zurückhalten, damit eben Snake und Rob mit ihren Projectiles rumspaßen können. Also sie haben beide einen recht ähnlichen Gameplan. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann diesen besser ausführen? Weil wir haben vorhin gesehen, wenn man den Gameplan von eben Schnappi nicht zulässt und den Snake Man Peduli nimmt, hat er ziemliche Probleme, dann da drin zu bleiben. Snake ist natürlich auch tatsächlich ein Charakter, der sich... Klar, er hat eine Frame 1 Granate, kann sie also aus diesen Kombos befreien, aber nimmt natürlich dadurch auch selber Damage. Besser als gar nicht, I guess, sicherlich. Aber trotzdem halt immer noch, selbst wenn du den Snake fokus und das immer wieder passiert, trotzdem kriegst du die Prozente entsprechend hoch und arbeitest an diesem Stock. Jetzt also, wir sehen ja auch weiter den Snake. Wir haben vorhin schon mal on Steam, glaube ich, die beiden auch gesehen. Da hat Stabi tatsächlich den Steve schon rausgeholt, oder den Zombie in dem Fall rausgeholt gehabt. Bleibt es aber hier beim Snake hier. Und bisher sieht es sehr gut für Tyrion und Bloody Dreamer aus. Hat ja auch den Volllaser auf alle drei getroffen. Gleichzeitig Game Watch in einer sehr schlechten Position. Wollte mit Dashguard gehen, aber das Trampolin zu strong, zu safe an der Stelle hier. Ebenfalls, wie ich schon angedeutet habe, wird Adi hier, Schnappi, sehr in die Bredouille genommen. Man möchte ihm keinerlei Sekunde lassen, wo irgendwas frei ist. Und Schnappi auf Adi auf der anderen Seite gar nicht, sondern also auf die Stage gelassen. Ja, und wir sehen es auch hier, dass das blaue Team jetzt hier einfach Center Stage entsprechend hält. Sehr wichtig auch für die beiden. Sehr, zwei Charaktere tatsächlich sehr auf das Neutral bedacht sind. Und wenn die beiden Center Stage haben, ist das so unglaublich gut hier. Und wir sehen auch, dass die Prozente für das rote Team echt nicht gut aussehen. Da kommt die Down allerdings durch. Hier Dreamer konnte nicht ganz helfen, hat jetzt Zeit gefunden, hat Adi von sich losreißen können. Geht hoch mit der Abwehr, aber tatsächlich Schnappi weit genug weg. Kommt er noch gerade so weg mit dem Cypher da vom Snake. Aber jetzt wieder hier beide roten Spieler auf den Seiten offstage. Gefährliche Situation. Das Fire von Game & Watch so unglaublich gut. Aber Dreamer ist immer noch da, um Theon weiter zu helfen. Donner kommt weiter durch. Immer noch keine Stocks. Da ist der erste, aber nicht fürs rote, nicht gegen das rote Team, sondern für das rote Team. Wie auch immer die beiden noch jetzt hier jeweils auf über 150% ihre Stocks behalten. Man kriegt hier sogar beide Stocks an der Stelle immer noch, aber da holt sich Tyrion den Stock zurück und sagt, okay, wir müssen hier ein bisschen wieder runterschrauben, wir dürfen es nicht zu viel wegnehmen. Hat die Leute jetzt ein Problem, eben diesen Snake zu bekommen, der immer noch am Leben ist. Der hat sich da oben auch, aber jetzt haben wir ihn mit der Side-B, die aber zu viel Stage Space covered. Ja, also tatsächlich, Theon und Bloody Dreamer sind sehr, sehr schnell am Anfang des Games haben gespielt, haben sehr viel Prozente schnell gekriegt, aber Offstage, oh, gefährlich, aber guter Tech von Theon, Offstage. Der Tether wurde unterbrochen, aber Theon war ready. Das war so wichtig, das wäre so ein früher Gimp gewesen, wäre das der Stock gewesen. Aber dadurch, dass er noch hier weiter am Leben ist, hält er immer noch die Stocks even. Aber wir sehen, dass gerade Schnappi hier auf dem Snake quasi kaum Damage genommen hat und spielt ja auch eher Backline tatsächlich. Nervt die beiden auch stark mit dem Laser, während Tyrion irgendwie mit das Ganze aufzuräumen. Oh, aufs gleichzeitig hier von Mr. Game & Watch. Schöner Confirm, wird hier fast genommen, aber wunderschöner Air-Dodge, damit auch die Wolke des Todes ausgewichen, die ihn damit auch geholt hat. Game & Watch random Upsmash gehört aber mal dazu hier. Starker Confirm an der Stelle, holt Game & Watch raus. Snake auf der anderen Seite der Stage, Baby des Todes an, nicht getroffen. Leichter Teamkill da auch von Schnappi tatsächlich. Adi wollte auf die Plattform ausweichen, um von den Downsmash von Theon wegzukommen. Und da genau war auch das C4, was Schnappi gerade in dem Moment aktiviert hatte. Bisschen unlucky, aber dadurch jetzt hier trotzdem der One-Stock-Lead hier für das rote Team. Halten sich echt gut, aber da, oh, die starke Back-Air von Theon. Never mind, ich habe nichts gesagt. Beide Teams auf ein Stock. Der Caster Curse ist wirklich stark. One Stock liegt eine Sekunde später, weg mit dem. Also wenn ich was gut kann, dann ist es Caster Curse. Das ist über meine gesamte Karriere als Caster. Ich will es gar nicht wissen, wie viele Caster Curses ich schon rausgehauen habe.
Oh mein Gott. So, hier jetzt wieder das 1v1. Hat's geschafft, jetzt auch den Game & Watch rauszuhauen. Und jetzt muss ein Snake alleine gegen die Baron, der ihn auch rausholt. Das erste 1v1 heute on stage, das wir hier haben. Nicht mehr mit alleine. Mit einer 107 bei Left gegen einen ganz guten Snake, der eigentlich nur chillen muss. Ja, natürlich da auch die Prozent jetzt auch in Schnappis Favor hier. Kann jetzt also das Ganze eigentlich recht entspannt spielen, kann eher so Richtung die defensive Schiene gehen. Aber oh mein goodness, Sword der of the Creator hier wunderschön eingesetzt, um ihn aus dem Cypher rauszuholen hier. Theon spielt das schön methodisch, aber der Confirm von der Granate ist guter Damage. Wieder Offstage jetzt hier, ich glaube auch ohne Doppelsprung, das ist gefährlich. Nikita kommt raus, aber Doppelsprung war trotzdem da, aber ich habe nichts gesagt. Snake jetzt an ein Problem gegen, mit Schnappi hier gegen Tyrion. Tyrion spielt es aber gerade auch sehr clean, probiert nicht durchzukommen. Da wäre fast Rap gewesen. Up Tilt Confirm. Probiert es jetzt hier zu machen. Oh, oh nein! Oh nein! Für sich selber. Tyrion holt das Game doch noch irgendwie raus. Da wollte man ein bisschen zu viel. Ich glaube, es war der Ruin für den Double KO, weil Tyrion wäre schneller raus gewesen auf jeden Fall bei der hohen Prozentzahl. Ja. Hat es einen Ticken zu früh confirmed. Nur ein bisschen zu früh. Es ist entweder das oder er hat wirklich versucht, das einfach auf den Boden zu schmeißen, bevor er landet, um dann womöglich die Landing Trap da quasi auszuhebeln. Aber er war einfach schon zu nah auf dem Boden. Er war einfach schon zu nah da. War schon im Blast-Radius drin und hat seinen Stock da verloren. Sehr unlucky da für Schnappi, aber dennoch haben die beiden echt gutes Comeback gezeigt. War am Anfang so viel down und dann einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt, wir sind bei 150, wir nehmen einfach kein Damage mehr. Ja. Und haben sogar dann beide den Stock vom blauen Team zuerst geholt. Also das blaue Team hat zwei Stocks verloren, bevor diese hohen prozentigen Stocks gefallen sind. Ich glaube, Schnappi war zwischenzeitlich fast bei 200 gewesen. Fast, es war so kurz davor. Ja. Ich muss auch sagen, gegen Ende hier nochmal von Tyrion, wirklich sehr stark. Eigentlich hätte jeder Up-Tilt ihn getötet, aber er hat das so gemacht, er wusste ganz genau, er fischt für diesen Up-Tilt. Solange wir am Boden sind, werde ich im Schild sein. Ich werde nicht in der Nachricht gehen am Boden und nur in der Luft probieren zu approachen. Und da hat er natürlich die Mutter mal den Abzug getroffen von eben einer Abwehr. Oder einer Granate, aber ist okay, weil es tötet erst relativ spät. Ja. Hat er sehr gut darum rumgespielt, dass er nicht von diesem ekelhaften Confirm getroffen wird. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, leider am Ende nicht ganz genug für das rote Team, aber trotzdem, ja, also es kann wirklich, jetzt das nächste Game kann wirklich in beide Richtungen gehen, dadurch, dass es wirklich so eng war und dadurch, dass das auch so wie so eine Sinuskurve sich hin und her, die Advantage ist immer so von einem zum anderen zum nächsten Team rutscht und dann war mal das rote Team vor, dann war das blaue Team vor, aber wir sehen den Zombie von Schnappi. Ja. Jetzt hier ein bisschen sehr wahrscheinlich sehr anderes Game sogar, noch Projector-lastiger. Ein bisschen. Also wenn man das das Minecart zählen möchte als Projektiv. Ich glaube, es wird aber eher so ein bisschen auf mehr, noch mehr Defensive rauslaufen hier. Vor allen Dingen natürlich für den Zombie, der ja die Zeit auch braucht, um die Ressourcen da sich anzueignen. Und da ist ja die Frage, kriegt ihr überhaupt diese Zeit in dem Double, wie eben von Bloody Dreamer und Tyrion? Weil Tyrion, der macht Druck. Bloody Dreamer hinten dran mit dem Laser. Die möchten nicht, dass da irgendwas kommt. Sie haben noch keinen Block gesehen, der auch nur ein bisschen länger überlebt. Wollt ihr für den Confirm gehen für eine krasse Combo? Aber da kommt Team ganz schnell raus. Oh no! Schlechte Position und der ist die hier an der Stelle. Ich bin gar nicht sicher, was der Grund dafür war, ob Schnappi einfach nicht wusste, dass er keinen Doppelsprung mehr hatte oder ähnliches. Aber war einfach ein bisschen zu tief. Noch nicht mal der Steve Elytra Tech konnte da den Zombie noch retten. Also da ein eher früher Lead hier für Theodore und Bloody Dreamer. Und die beiden werden versuchen, das Ding so nach Hause zu fahren. Diesen Stock den immer weiter zu behalten. Solange sie jetzt even gehen, ist alles gut. Absolutely. Die haben wir eben wunderschön gesehen von Tyrion, der einen Reverse Edgeguard auf Eddie gepackt hat und ihn das aber auch halten möchte. Man möchte hier den Steve 101 und ihn nicht zu farmen lassen kommen, auf keinen Fall jemanden geben. Bisher hatte er aber schon den Gold eben. Modus und da war... Das sah ein bisschen int aus, aber ich glaube, das war nicht wirklich gewollt vom Bloody Dreamer da mit dem B-Reversen Laser da wahrscheinlich. Das war, wird der Grund gewesen sein, gehe ich stark von aus. Jetzt hier also wieder das Rot-Team in der Mitte, hat das Stage-Control eigentlich sehr gut für dieses Team. Und mal gucken, wie viel sie da wirklich noch rausholen können davon. Das Minecart, das unterbricht einfach so viel. Da ist der Doppelkill von Tyrion. Wird da entsprechend das wirklich auch wahrnehmen, diese Chance, diese Stocks da zu holen. Hält immer noch den Stock-Lead, aber der kann noch nicht lange bleiben. Hier 151%. Und es ist wirklich wichtig, dass das blaue Team jetzt hier den Fokus auf Schnappi legt, auf den Steve. Und da ist der Stock, der von Tyrion genommen wird. Ich fand es auch viel zu lustig. Da hätte man wahrscheinlich wunderschön gehalten von Adi mit dem Upsmash. War dafür gegangen.
viel, in der ganzen Situation viel zu viel Schiebung gehabt. Und dann kam das Mike in der letzten Sekunde, ja, hat uns zerbrochen. Wirklich so unlucky. Kriegt jetzt aber trotzdem sehr starke Prozente mit einem Gip auf dem Blick vor. Forward Smash. Gecharged da oben, hat man gewartet und war ready dafür. Oh, das war ein geübtes, das hat man gesehen, die beiden haben das geübt. Das war so ein wunderschönes Setup. Er hat genau das Timing, was er genau gewusst, wie lange er war. Und oh, die 9, das Judgment von Adi. Alles ist wieder offen an dieser Stelle. Man geht hier auch den Smash in seine eigenen Blöcke rein. Und das Game hat sich komplett geschiftet. Wir wollen sehen, wir hatten einen schönen Fokus. Oh no. Das blaue Team, aber Rot sagt nee. Jetzt ist zu Ende. Das war's. Das ist das Ende. Wir holen uns dieses Game zurück. Kriegt ihr es trotzdem aber noch den Kill auf eben wieder Zombie, welcher sich ein bisschen zu lange bei die Dreamer gehalten hat. Und wo ist jetzt irgendwie rausgekommen, da wollte man wieder für den Hardtreat gehen, dieses Mal aber nicht. Bloody Dreamer war ready. Ja, Bloody Dreamer auch mit einem schönen Interrupter aufsehen, aber Tillion kann es trotzdem nicht zurückschaffen. Und diese 9 einfach alles so umgeworfen. Und jetzt findet sich Bloody Dreamer in einer 1 gegen 2 Situation. Gegen 3 Stocks muss er hier irgendwie versuchen anzukommen. Und das wird echt schwer. Mal gucken, ob Adi versucht, noch ein weiteres Judgment rauszuholen. Einfach für die Memes. Mal sehen, ob was macht oder nicht. Aber ich denke, die werden es viel zurückstehen. Oh, der Bucket auch mit der Explosion vom TNT. Oh, da ist man ready, der ist voll. Und das ist so stark, das Ding. Das Ding ist so unglaublich stark. Und es gibt für Bloody Dreamer nur ein Ding zu, und das ist das zu reflektieren mit den Rotorarmen. Das will ich sehen. Obwohl, ist das überhaupt reflektierbar? Ich bin mir ja nicht sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber hier, der Super Laser. Oh, jetzt auf ist der Game Watch Schwächer. Komm mit Radius. Es kommt, geht es auf kommt, Stage. Es kommt, er es möchte kommt gehen. Bloody Dreamer deswegen so hoch wie möglich. Nur der Eimer. Der kommt der? Der kommt, der muss kommen, der muss kommen. Die haben sich vorbereitet, um den nicht zu benutzen. Der kommt für den Finisher, ich bin mir zu 100% sicher. Ich glaube, er will das für Confirm. Ah. Oh, aber Bloody Dreamer, er gibt es ihn nicht. Er gibt, er es, gibt ihn es ihn nicht. Er wollte uns cursen. Das war nicht gegen die, das war gegen uns. Ja, no. Wir haben das so hoch gehypt, Adi. Und wo, für was? Für was? Oh, nee. Oh mein Gott. Trotzdem hier aber auch sehr, sehr stark gespielt vom Game & Watch. Also wirklich wunderschön von Adi mit eben der Bratpfanne. Ein bisschen was zubereitet. Ja. Hat ganz genau geachtet. Ich weiß gar nicht, wie oft er ihn auf der getroffen hat. Wahrscheinlich ist irgendwann einfach auch der Sprit vom Rob ausgegangen, weil er immer, sobald sich die Station nur genährt hat, von irgendwas getroffen wurde, ein bisschen wieder weggepusht. Ja. Wirklich schön. Aber das Judgment war der Turn. Das war wirklich, was das Momentum so komplett gekippt hat. Davor wieder tatsächlich ähnliche Situation wie im ersten Game auch. Blaues Team in den ersten paar Sekunden wieder echt gut dagestanden. Dann das Rote Team, das wieder even tatsächlich rausgeholt. Es waren, ich glaube, 2 Stocks auf jeden. Und dann mit dem Judgment ist einfach alles gekippt. Dann war auch die Laune da auf der linken Seite da zwischen Adi und Schnappi. Und die beiden haben einfach das dann so wunderschön clean zu Ende gespielt. War echt gut anzusehen. Jetzt also hier das 1:1. Ich glaube, immer noch in dem Best of 3 hier zwischen den beiden. Das nächste wird das also entscheiden. Ja. Und das Problem ist, alles ist offen. Beide Teams haben bewiesen, dass sie auch von ganz weit hinten wieder ganz weit nach vorne kommen können. Ich bin gespannt. Ich fand aber auch dieses Confirm sehr toll mit eben diesem Steve, der oben auf dieser Plattform stand. Oh, der war Voll-Charge, so gut. Timed F-Smash und er war... War so you're gut. Mine. Es war das perfekte Timing. Du hast kaum gesehen, wie... Das war ein Frame vom Ende des Throws in den Forward Smash. Das muss das perfekte Timing gewesen sein. Das war geübt zu 100%. Ja. Das war eine Kür. Eine Kür war das. Und mal gucken, ob das dritte Game jetzt ja genauso eine Kür verspricht. Das wird das Finale sein hier. Wer von den beiden gewinnt, wird weiter im Bracket bleiben. Der andere wird rausfliegen. Und hier Final Destination auch eine wirklich sehr interessante Wahl. Natürlich für jeden Charakter in diesem Setup hier. Wirklich sehr gut präparierte Stage auch. Man ist gespannt. Dieses Mal schafft Zombie auch ein bisschen besser zu meinen zwischendrin am Anfang, die ich gesehen habe. Ja, ein paar mehr Stacks da auf dem Eisen sind da schon, aber... Wirklich noch nicht wirklich viel Zeit gefunden und wird er auch wahrscheinlich nicht finden, weil es ist ja schon wieder Scrappy auf der rechten Seite der Stage. Alle 4 Charaktere ungefähr auf 1 Quadratmeter versuchen da irgendwie Damage rauszuholen. Jetzt isoliert sich die 1-1 ein bisschen mehr und das ist auch so eine Dynamik, die man auch sehr häufig beobachten kann tatsächlich. Oh shit, 1 gegen 1, mein Teammate hat ein Problem, läuft hin. Da kommt natürlich dein Partner, mit dem du gerade geschaut hast, kommt auch noch jetzt aber auf Stage. Gefährliche für Therion. Oh. Dreamer versucht da zu retten, schafft es auch, aber Therion opfert da Bloody Dreamer für seinen Stock. War es das wert? Ich bin mir nicht ich sicher. Ich glaube, es war geübt, weil Bloody Dreamer ist offstage gerannt. Wahrscheinlich hat er einfach nur ein bisschen unterschätzt, wie weit er da unten geschmissen ist. Die Nair hat gekillt von Dreamer da in der rechten oberen Ecke. Holt sie also den Stock wieder zurück. Ich glaube, die initiale Idee war, dass Dreamer die Abwehr hochholt, um Therion wieder die Höhe zu geben. Ja. Aber Therion war ein bisschen zu früh mit der Abwehr, hat dann entsprechend Bloody Dreamer erwischt. Ein bisschen unlucky da zwischen den beiden. Ich glaube nicht, dass das die Idee war. Oh. Wenn wir nicht sehen, wie der Dreamer da seinen Stock verloren hat, muss wahrscheinlich kein Gas mehr gewesen sein. Ja. Kann gut sein. Auf jeden Fall, das Game sieht gerade sehr, sehr stark für eben unser rotes Team hier aus. Sieht gerade sehr solide machen. Stock fast geht. Doch jemanden rausgehauen hätten.
Aber Tyrion immer noch auf Vibe und jetzt ist auch so weit unten, da kommst du nie wieder zurück, du. Der Winkel war lächerlich. Also meine Güte, wo ist Tyrion denn dahin, bitte? Vor allen Dingen auch über die gesamte Station, perfekt über die Kante quasi in diese unglaublich disgusting-Engel. Und jetzt hier das 2 gegen 1 sein. Tatsächlich nicht. Tyrion hatte noch einen Stock, also bleibt nicht immer wieder im Game, aber trotzdem 3-Stock-Lead hier für das rote Team. Starkes Ding bisher. Also wirklich unsagbar stark gespielt. Man hat ja auch kurz probiert, nochmal zum dritten Mal in diesem Game Tyrion zu geben. Hat dann aber die Upbeat ein bisschen positioniert und deswegen zum Rückholen, aber juckt nicht an der Stelle. Man hat so viele Stocks, da kann man ein bisschen Risky Plays machen. Kriegt hier auch gerade sehr schöne Sachen wieder raus. Probiert eine Menge dazu machen, aber irgendwie schafft es hier gerade das blaue Team nicht, das Momentum zu finden, das sie brauchen, um das Game nochmal zurückzuholen. Ja, gerade Theo natürlich muss das super safe spielen auf 130%, aber nein, Schnappi ist da mit davor, der kriegt den Spike. Und jetzt ist es auf Dreamer, aber das Rote Team hat nur ein Stock verloren bisher. Ich glaube, selbst mit den besten Zusprechen, mit den besten Wünschen hier von uns beiden, wird das nichts für Bloody Dreamer. Da brauchen wir uns mal keine Illusion machen. Und vor allen Dingen, das Schlimmste ist, die beiden spielen das auch noch safe. Ja, und zwar mehr als safe. Also, wir haben gesagt, wir haben bisher den Zombie ein bisschen vermisst beim Farmen. Jetzt ist er halt all in dafür. Vielleicht ist da wirklich die Idee, einfach noch den Diamanten noch ranzukriegen. Der ist schon draußen, das ist ja das Problem, der hat ihn schon. Aber die Tools sind noch nicht. Oh, doch, die Tools sind doch da. Die Tools sind auch da, ja. Oh, der Doppelkill von Bloody Dreamer. Allerdings nimmst du da noch ein paar, 2 Stocks mit hier, einfach für das gute Gefühl. Ja. Wenn ich schon hier gegen 5 Stocks spiele, dann sollten auch ein paar drin sein. Und genau das ist jetzt auch passiert. Tatsächlich noch gar nicht bei so hohen Prozenten hier. Kriegt jetzt da ein paar mehr. Da ist es wieder. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Eddie will uns wieder hochhypen. Ja. Eddie will uns wieder hochhypen. Und diesmal wollen sie dafür gehen. Bist du dir sicher? Oh! Oh, okay, das war ein bisschen mit dem Anvil da auch gegen die Blöcke. Die Blöcke tatsächlich dafür gesorgt, dass Bloody Dreamer nicht gestorben ist, glaube ich. In dem Falle eher geholfen. Jetzt auch! Oh nein! Da wollte man es. Da war es ein bisschen vom Timing misstatt. Und jetzt hier, aber Bloody Dreamer schafft es irgendwie durch eben diese ganzen Shenanigans durchzukommen und sich nicht davon treffen zu lassen. Überlebt immer noch mit 0,44%. Schafft es auch echt viel Damage auf die beiden zu machen. Wenn das so weitergeht, wird das auch eine sehr schlimme Position. Also bisher, klar, da muss noch ein bisschen mehr Damage kommen tatsächlich hier vom Bloody Dreamer. Das ist ja auf 150. Upthrow gegen die Blöcke, ein bisschen Ping-Pong hier. Da ist der Upsmash, kommt durch von Dreamer, der das hier wirklich versucht, so gut wie möglich zu spielen. Natürlich, ne, Adi und Schappi, die spielen da ein bisschen rum, aber da ist der Stuhl. Und der wird das nehmen. Also 2-1 hier für das rote Team, für Schnappi und Adi, die im Bracket weiter am Leben bleiben. Ich muss wirklich sagen, auch wenn es gerade eben nochmal extrem strong am Ende vom Adi war, von Bloody Dreamer, ein bisschen schade, dass dieses dritte Game eben so dominant von Team Rot hier geholt worden ist. Ja, nicht ganz der Nailbiter, den wir uns erhofft haben. Ja, genau. Aber trotzdem, wirklich, kann man auch nur sagen, dadurch natürlich, dadurch, dass sie so clean gespielt haben, haben sie natürlich auch sehr verdient, hier weiter im Bracket am Leben zu bleiben. Auf jeden Fall. Die Performance im dritten Game war einfach so, so gut. Aber auch die Performance vor dem Game, also jedes Game, hier war einfach